Hey du, hast du Schmutzbett schon abonniert? Wenn nicht, dann mach das doch jetzt noch schnell. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Reaction. Tschüssi. Jetzt gehen wir aber auf jeden Fall erstmal rein in das Ding ist. Könnte sich einfach nur darauf beziehen, dass Pock die ganze Zeit sagt, das Ding ist. Und wenn das das Interessanteste ist, was in diesem Game passiert, weiß ich nicht. Let's go. Oh, warte mal, das letzte Mal, als Pock ein krasses Intro gemacht hat, hat er da gewonnen? Oder hat er da aufs Maul bekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich sag nur Actionfigur. Oh Gott, Bronzong Meteorstrahl ist wieder mit dabei. Gegen Zapdos, ich ahne Schlimmes. Liebe Leute, herzlich willkommen zur Rückrunde in der GPL der German Pokémon League. Das hier ist nicht nur einfach der erste Rückrundenspieltag. Oha. Nein, Leute. Es ist ein Spieltag von unbeschreiblich hohen Ausmaße, ja. Denn wir, meine Freunde, ist das so okay, lautstärken technisch? Gegen Bene. Bene Benedictus Sanctus, ja. Den GPL-Gewinner schlechthin, ja. Doch wir sind hier mit einer Mission, ja. Wir müssen gewinnen. Richtig. Und zwar aus einem einzigen Grund. Damit die Volt Wizards das Ding holen können. Pock, ich wusste es. Scheiß auf Maxi, komm in unser Team. Ich nehme dich hier gerne auf. Ich habe hier schon Downy aufgenommen, Denzel ist schon hier drin. Let's go. Wir schaffen zusammen. Die Volt Wizards haben vielleicht nicht die krasseste Power in der Liga, okay? Nee, sind nicht die krassesten Spieler in der Liga, okay? Aber zusammen, wenn die ganze Liga zusammenhält, dann können wir Bene und Co. diese Season besiegen. Komm in die Gruppe. Nicht, weil es um den Konkurrenzkampf geht, nein, nein, nein. Nicht, weil wir ohnehin schlecht dastehen und somit unser Image verbessern, nein, auch das nicht. Gegen den Volt Wizards. Nein. Wir müssen gewinnen, um das Muster zu bewahren. Das Muster von unserer Lose-Win-Situation. Ach, komm! Denn die Sache ist... Pog! Ich habe wirklich gedacht, das Muster, dass oben 30, 30, 30 Punkte sind, sodass alle gleich viele Punkte haben. Aber ich kann das appreciaten. Wir können jetzt natürlich ein gespiegeltes Muster machen. Das wäre aber schlecht. Dann gehen wir nämlich aus der Season mit 6-8 raus. Wäre ja uncool. Ja. Nein. Wäre echt uncool. Wir wollen natürlich 7-7 rausgehen. Und deswegen muss unser Muster aufrechterhalten werden. Und ja, dementsprechend. Leute, wir müssen heute gewinnen. Es ist Bene. Das wird schwer. Aber Let's ich glaube go, Pox. Ich glaube Let's an go. Uns. Und Let's die Macht go. Der Freundschaft. Wer hat Bene zum ersten Mal besiegt? Der muss eigentlich auch noch in unser Team mit rein. Keine Ahnung. Das Kusha, ist, Kusha, Kusha auch bei uns im Team drin. Springen wir rein und schau mal. Downy auch. Der gute Bene wir absorbieren einfach die Scherzkekse, so nämlich. Er hat tatsächlich Bronzong dabei. Yes. Benes Teambuilding, auch wieder geguckt, ein bisschen vielleicht ist was hängen geblieben. Könnte Gedankengut-Kime sein, bin mir nicht sicher. Zera ist, glaube ich, spezieller Supporter mit Elektronetz und so und vielleicht Schuckebeere, ich bin mir nicht ganz sicher. Lando, keine Ahnung, wieso haben die alle keine Geschlechter? Bronzong ist Meteorstrahl. Bizarro-Raum, um das zu inverten. Wir sehen hier keinen Bizarro-Raum dabei. Initiative-Tausch auch noch. Ja, viel mehr weiß ich nicht mehr. Und UHF. Ah ja, und bei Pock sehen wir natürlich, logischerweise, Granitstein-Terrakium. Steinkante kann man gegen dieses Team appreciaten. Nur Bronzong nervt da ein bisschen. Offensiv ist ein Gardevoir. Okay, könnte sich mit Fährte interessante Fähigkeiten holen, wenn auch jetzt nicht so die crazigen, aber zumindest Zeras Fähigkeit wäre sehr, sehr strong. Zapdos mit dabei, mit der Citrobeere. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Meteorstrahl, wenn ich den Jungen sehe. Auch gegen Entei könnte der Meteorstrahl gut ballern, mit Holzkohle hier dabei. Schleimi mit Überresten und Walschall, Snobilicat. Okay, Walschall, Eissturm, Snobilicat. Sieht sau strong aus, sehr effektiv, sehr effektiv. Outspeedet den und verlangsamt den und doppelt sehr effektiv. Hier auch doppelt sehr effektiv. Dann ist man schneller und dann kann man böllern mit irgendwem. Ja. Uhafnir finde ich sehr interessant. Welche Fähigkeit kopiert Pferde im Doubles? Gegenüber? Ich glaube gegenüber oder random, aber ich glaube gegenüber. Irgendwo ist es, dass man was von gegenüber kopiert. Ich glaube, das war Ditto. Und irgendwas war random. Das könnte dann Pferde / erfassen sein. Potenziell, okay. Schnellerer Faker als Aura, das sehe ich nicht. Vielleicht fährt er damit was Unerwartetes. Wahrscheinlich Rückenwind. Interessant.
Da muss er ja rausgehen danach. Das sehe ich weniger. So. Wir werden so oder so, komme was da wolle, mit der Minze tatsächlich, weil, ja, ne? Kann aber sein, dass das sein Plan ist. Ist einfach die Strategie. Also ich kann mir vorstellen, wieder mit Landris Terro. Kann mir vorstellen, dass er Fake-Out und Eissturm drauf hat. Und wenn Zera kommt, und dann könnte ich mir vorstellen, dass er für Fake-Out geht, damit Entei den direkt umbolzen kann. Ja. Leadet haben wir dagegen jetzt mehr oder weniger Counterplay, hoffe ich zumindest. Mit allem anderen, ein bisschen lästig, glaube ich, wäre es gab Sonnentag für Entei. Ja, weiß ich nicht. Tatufini. Boah, und Landris wahrscheinlich. Die Kombination wäre ätzend. Die wäre, glaube ich, ätzend. Wobei, wäre auch okay, glaube ich, weil dann kann er mich nicht fake out. Nee, also ich glaube, das müsste so oder so immer der Lead sein. So, wir schreiben uns aber auf. Landris, dann Tapu Fini. Bin auch gespannt, wenn er so viel speziellen Stuff mitnimmt. Also Scarf Eissturm und Scarf Mogelhieb. Zwischen den beiden Optionen auswählen zu können, könnte sehr wild werden. Er hat auch tatsächlich, wie gesagt, Sarut mit dabei, das habe ich in Timbaland ganz groß angesprochen. Der kann sehr, sehr viel crazy Stuff für Doubles. Ja. So. Rein da. Ich denke, das Matchup ist so an sich nicht schlecht. Volcanion war gefährlich. Aber ich bin froh, dass wir uns nicht komplett overprepped haben. Gastrodon ist nicht megamäßig wichtig, aber auch nicht schlecht. Let's go, Pog. So. Und dann werden sie zum Beneslayer. Das Matchup eröffnen möchte. Wir sind ich glaube an Pock, tatsächlich. Ja, wir sind ich halte es für nicht unmöglich. Persian. Das heißt, wir haben den schnellsten Fakeout. Ja. Android 18 und... Ja, okay. Okay. Tapu Fini und Zeraora. Nicht optimal, aber okay. Das finde ich, glaube ich, okay. Denn ich werde hier erstmal Tapu Fini fakeouten. Okay, und nee. Dann auf Zeraora gehen. Mit Enten. Versteht sich. So. Das heißt, wir gehen hier mit Mogelhieb auf den Android 18. Und hier gehen wir einfach straight up aufs Läuterfeuer. Ja, okay, sehe ich halt immer noch, weil Zera wird natürlich den hier Mogelhieben wollen. Sehe ich schon da noch, aber weiß ich nicht. Er muss halt danach raus. Mal sehen. Wäre jetzt natürlich insane, actually, wenn er Scarf. Nee, Scarf Fakeout. Sowas Verrücktes spiel nur ich. Sind wir ehrlich. Sowas Verrücktes spiel nur ich. Deswegen. Scarf Fake Out ist schon crazy. Es kann eigentlich nichts. Scarf gegen Zera natürlich nicht. Leute vorher jetzt nicht sonderlich Gutes reinwechseln, weil Tapu Fini schon auf dem Feld ist. Könnte ein stronger Turn für ihn werden. Bin gespannt. So, wir fahren den Mogelhieb. Yes. Was macht er? Auch Mogelhieb, ja. Nämlich yes, der Plan ist aufgegangen. Scarf. Ey, das kann nicht wahr sein. Oh mein Gott. Alter. Ernsthaft? Junge, das war so ein guter Turn, so eine gute Strat und... Ja, komm. Wir gehen hier mit in Schleimi. Hier drücken wir von mir aus... Ja, jetzt ist es halt schon... Boah, das wäre so ein... Also ach, der wäre nicht tot gewesen, aber das wäre ein wichtiger Schaden gewesen. Oh je. Lara, dankeschön. Kurs. Ey, Pork, tut mir so leid, was das angeht, ne? Dieses Entei. 95% Genauigkeit, ne? Wir müssen, glaube ich, Scanner drücken. Hilft nix, auch wenn es sehr passiv ist. Aber Fini nimmt uns ein bisschen Hops. Hopsley. Ja, super scheiße. Also insane scheiße. Warte mal, ich kann es euch ja hier ganz einfach mal sagen. Ja, 78-93%, ne? Die hätte man schon mal also, mitgenommen. Hätte ich schon mitgenommen. Ja, okay. Elektronetz, meinetwegen. Und Lehmbrühe nur, ne? Oder so? Ja, Gedankengut. Ja, es ist mega wack. Es ist wirklich, wirklich. Ich glaube, an der Stelle ist es schon fast over, ey. Es ist maximal wack, dass wir da gerade gemisst haben. Also, das ist so also, unlucky. Ich will nichts hervorrufen, aber das Match ist sehr kurz. Wenn Kime einmal Gedankengut for free rausbekommt und ich glaube, sie hatten keinen Pflanzen-Pokémon mit, dann sehe ich da kaum schon noch eine Chance. Das ist so unlucky. Das. Hast du schon wie Greibert, ja. Direkt aufgeben. Erstmal schauen, wie wir weitermachen. Kein sehr effektiver Move. Und speziell. Ja, Zapdos, okay, aber wird auch nicht mehr super viel Damage machen. Wenn hier nicht noch Tugträne drauf ist, ich weiß es nicht genau. Dann glaube ich, gewinnt Kima einfach ab dem Zeitpunkt schon fast.
Wir holen Paw Patrol zurück. Der kann noch sehr cool sein. Ja. Wir holen Dresscode rein, weil wir sind speziell defensiv. Ja, wir sollten recht solide was wegstecken können. Dazu können wir potenziell hier Void Absorber bekommen. Icy Wind drücken und so weiter, dies, das. Ja. Wenn er jetzt Nebelerzeuger bekommt, ne, statt Void Absorber. Es ist mega wack, dass wir da gemisst haben. Dann einfach nur RIP. Aber was willst du machen? Es ist wie immerhin Void Absorber, nice. Das ist auch nicht schlecht. Standpauke, tatsächlich. Boah. Der Schleimi daneben, okay, hat tatsächlich. Standpauke auch so schlecht. Jetzt kann Kimo sich um sein Leben setupen. Lebenbrühe, ja. Sturm von Schleimi natürlich. Okay, das ist gut. Das heißt, okay, das ist. Ja. Ich würde übrigens auch an der Stelle nicht sagen, dass das ausgleichende Gerechtigkeit oder was auch immer ist, dass er jetzt hier. Wichtiger Schaden. Ja, okay, Matschbombe ist noch ein Ding. Sobald Nebelfeld weg ist, ist Matschbombe auf jeden Fall ein Ding noch. Ist eine so Win-Con. Egal, das ist so derbe egal. Stimmt, der war Schwächenschutz, ich erinnere mich. Aber ja, er ist jetzt auf plus 1000, das ist nicht gut. Das ja, plus 3 genau genommen, hier, aber ja, wir runden wir mal großzügig auf. Da wir Volt Absorber haben, wir gehen auf Mystical Fire. Ja. Ich glaube, das machen wir, ja. Fun Fact, das Aura hat keine Elektro-Attacke außer Elektronetz. Ja, ich weiß. Das ist ja speziell ja, offensiv. Hat Fake Out, Standpauke, also, Elektronetz und irgendwas noch. Tempo drücken können. Ja, ne? Wäre free gewesen eigentlich. Wäre free gewesen. So ein bisschen hier den, das Angriffspotenzial senken. Lehmbrühe kommt wieder. Oha. So, weiterer Sturmsuck für uns. Das schmeckt aber. Lehmbrühe ist halt super, super lecker, ne? Oh, und Mist Gardevoir. Das wiederum dann schon. Und der Crit. Oh yeah! Sehr gut, Volltreffer. Oh. Ja, okay. Also, jetzt. Dann will ich jetzt nichts gesagt haben. Jetzt kann man schon wieder argumentieren, wer jetzt mehr Hacks bekommen hat. Bin ich ehrlich mit euch, okay? Weil ich glaube, Zera ist schon cooler Supporter so, aber ich glaube, dieses Kime wegzuhaben, sehr viel wichtiger. Und Gastrodor und meine Freunde hat es gerichtet. Oh, okay. Sehr, sehr stark. Ich bin natürlich arschparteiisch, ja? Also nur um das nochmal klarzustellen. Ich bin hier kein neutraler Betrachter des Ganzen, sondern ich bin Teilnehmer und damit arschparteiisch. Und deswegen sage ich, ja, ich finde, Pock hat immer noch ein bisschen Karma übrig. Also positives Karma. So, da können durchaus noch zwei, drei Hacks kommen. Wir werden hier protecten. Ich weiß nicht, ob Protect zu passiv ist, aber ich möchte hier gerne einen Eissturm rausbringen. Oh, der kann auch Eissturm, true. Geil. I guess, das kann man schon hier mal probieren. Ja, Zamasu könnte jetzt aber auf jeden Fall predikten, so, dass da ein Protect mal, kommt. Was er angreift. Vielleicht verlieren wir Gardevoir, kann gut sein. Mhm. Wir sind Coaching tatsächlich, okay. Er fährt hier gutes Setup, kann man nichts sagen. Mhm. Scary. So, was macht er? Er geht auf Darkest Lariat, tatsächlich auf Gardevoir. Okay. Ja, stark. Na gut, hat er gut gereadet. Stark gemacht. Hat er tatsächlich sehr, 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 sehr gut gereadet. An der Stelle. So, die Sache ist jetzt, wir können hier jetzt eigentlich reinkommen mit Kollegen Snobilicat und können hier Fake-Outen. Das sollte. Das sollte kein Problem sein. Ich weiß nicht, ob es Fake-Out ist, aber wahrscheinlich. Könnte sehr, sehr passiv werden. Könnte sehr, sehr passiv werden. Weil er muss dann mit dem rausgehen und mit Schleimi muss er wahrscheinlich auch rausgehen danach dann. Weil der ja ansonsten einfach umgeboxt wird von Pflanze. Wobei ich sagen würde, er könnte sich erlauben, danach mit Schleimi drin zu bleiben und zu sagen, ja, der predicted jetzt eh, dass ich in Entei oder Zapdos gehe und geht eh für den Dark Move und den könnte Schleimi wiederum leben. Ja. Ja. Könnte man jetzt muss man gute auch, Plays machen. Er könnte Protect also muss haben. Nicht, aber wäre ganz praktisch. Die Frage ist, wollen wir das predikten, dass er Protect hat? Ich würde mit Erdkräfte auf Zera gehen. Wollen wir das predikten? Außer etwas Fliegendes. Wobei, warte mal, überlegen wir mal kurz. Dann könnte da ein Switch kommen. Er verliert halt immer Momentum mit Stabilität, auf lange Sicht, ja. Ich gehe actually auf den Eisstrahl einfach. Straight up. Ja. Und gehe hier tatsächlich, auf Prügler, das ist wahrscheinlich, also Prügler wollte ich sagen, Eissturm. Das klingt noch ein bisschen, im Fake-Out wäre es schon Prügler hat er auch noch drauf, okay, crazy. Aber Eissturm eigentlich besser. Eigentlich besser, weil falls er jetzt wirklich Protect ist und wir gescarft sind, ist dann nicht so cool. Wir gehen hier auf Eissturm. Wir gehen hier auf Eissturm. Ich weiß zwar nicht, ob er. Ich sag, der Protected safe.
To be honest, ist doch jetzt aber klar, dass der fake-outet auf den. Ja, und... Also dadurch, dass er nicht auf Fakeout geht, sag ich mal. Protected der entweder wegen dem Fakeout oder er greift halt an. So, und dann bringt Eisturm auch nichts. Und wenn er angreift, ist der doch tot, oder nicht? Das heißt, es ist doch eigentlich der Play mit dem, den zu attacken. Okay, er hat Protect, ja. Okay, dann hätten wir auch gleich Zerora angreifen können. Eigentlich hätten wir gleich Zerora angreifen. Und der geht für Coaching wahrscheinlich. Wäre besser gewesen. Ja. So. Er geht auf Elektronetz, ja. Okay. Das muss er machen. Der dürfte also trotzdem noch schneller sein als beide. Ist er... Boah, jetzt wäre halt ballsy mit Schleimi drin zu bleiben, wir einfach. Wir sind ja Scarf, aber er müsste jetzt schneller sein als die Mieze-Katze. Jetzt drin zu bleiben und Matschbombe zu klicken, wäre strong. Also, wenn es aufgeht. Ansonsten nicht Storm. Logisch. Gute Frage. Wir können aber... Oder? Achso, er könnte wieder protecten, ja. Aber nee. Das ist auf gar keinen Fall, oder? Ich glaube, das ist viel zu passiv. Ich weiß es nicht, actually. Weil ich glaube nämlich auch, also... Ich glaube, dass der jetzt aufs Nobilikit geht. Weil hier Switch kommt oder Protect. Wenn Pock jetzt aber angreifen würde, könnte er, glaube ich, so viel gewinnen. Der geht raus. Wrong Song. Ah, okay. Ich sag's nur, Billy Cat stirbt jetzt einfach. Ja, okay, Blattgeißel, aber auf... Ja, ja. Ah, er macht's leider sehr gut, aber wir tanken das nochmal. Das ist crazy. Und jetzt ist er wieder langsamer. Jetzt ist er nämlich wieder langsamer als... Aber Gastrodon wird auf plus 2 nicht schneller sein. Oder minus 2. Warte mal. Das Problem ist, wir haben keine Wasser. Jetzt könnte der Switch in die beiden kommen und Bronson könnte mit Meteorstrahl das predikten, wenn er will. Aber ich glaube, das ist zu risky. Aber was er jetzt auf jeden Fall ist, er ist auf jeden Fall jetzt langsamer. Ich gehe hier, glaube ich... Ich gehe mit Schleimi auf... Und jetzt hat Pock ein Problem, ja. Das ist ein bisschen sehr doof. Das war, also entweder hätte er eben mit Schleimi raus müssen, meiner Meinung nach, oder halt drinbleiben und angreifen. Ich muss hier nochmal rausgehen, auf jeden Fall. Es hilft nichts. Da muss er mehr in Benes Mindset gerade rein. In Benes. Das Stärkste, was wir hier drücken können, ist wahrscheinlich. Und jetzt anzugreifen ist risky. Auf den Collision. Aber könnte funktionieren, trotzdem noch. Ich will hier eh protecten. Ja, ich weiß, wie wir das machen. Ich hab einen Play vor Augen. Okay, er wird jetzt das hier ist gut. Wieder. Play vor Augen haben ist saugut. Also ich hoffe, jetzt muss es nur ein guter Play sein. Dann ist das hier genau der richtige Play. Oh nein. Ja. Wieso geht er denn auf den? Er hat... Why not? Also... Ja, okay. Das ist schlecht. Trick Room. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Und jetzt hat er auch noch Bizarro Raum. Uff. Bizarro-Raum gegen okay. Pock. Wir müssen logischerweise in den gehen. Jetzt hat er ein Problem, ja. Autsch. Ja, da hat Pock sein... Also Pock hat das gut gemacht, so am Anfang. Er hat sich in eine gute Position gespielt, finde ich. Mit seinem überraschenden Snobilicat. Hat dann aber halt falsch predicted oder halt gar nicht predicted, sage ich mal. Eigentlich eher gar nicht predicted und das war das Problem. Ey, das kacke. Dann hätte ich einfach nochmal auf... Ich hätte einfach nochmal auf Ice Wind gehen können und Zamasu hier killen können. Das wäre richtig free gewesen. Wäre Gastrodon auf minus 2 schneller gewesen? Never. Und er hätte uns sogar den Trick Room aufgesetzt. Oder hat der Speed Invest. Shit. Boah. Warte mal, jetzt ist die Frage. Zapdos gegen Zarude. Zarude. Wave. Okay, also es sollte danach auf jeden Fall auf Turbo Tempo Range sein. Okay. Ja, okay, sehe ich. Bin hier auf Scanner. Ah, das ist ein bisschen Belasto. Meteorstrahl okay, gegen wen? Er macht wirklich genau jede Runde.
jede Runde die richtige. Noch, das weiß man nicht, ob er auf Zapdos geht, aber wahrscheinlich. Der ist scarier als Entei, glaube ich. Das ist wirklich unglaublich. Ja. Ja. Er greift jede Runde das richtige Pokémon an. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Ich weiß es, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ja, ich kann es dir sagen. Halt predikten, ne? Er macht jede Runde den richtigen. Also jetzt den Meteorstrahl predikten, das war schwierig. Das kam überraschend. Es ist unbeschreiblich. Aber jetzt ist halt vorbei. Ja, also, er hat mich komplett aufs genommen. Jedes halt Protect, es hat einfach alles richtig gesessen. Ich weiß aber, also die Sache ist, das sind alles 50-50s, oder nicht? Also Entei ist immer noch in einer guten Position. Ja, es ärgert mich. Es ärgert mich maßlos. Jetzt nicht für Turbo-Tempo. Es ärgert mich maßlos gerade, dass das alles so beschissen läuft. Ja, den attacken. Saru, Darkest Larian. Der kann natürlich auch protecten jetzt, ist klar. Wird mich nicht killen. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall so angreifen. Ey, es ist super, 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 super ärgerlich. Hier, ja. Protect, ja, könnte es sein. Ich habe leider an einigen Stellen er greift schon wieder komplett richtig an. Es ist, was ist denn hier los? Der Damage aber auch. Was ist denn hier los? Ja, Pock, aber jetzt. Warum nimmt mich denn Bene so unfassbar? Pock, jetzt aber mal Real Talk. Also jetzt mal wirklich Ansage in dein Gesicht, okay? Das ist ja jetzt nicht überraschend, dass das passiert. Sondern du protectest halt immer mit dem Pokémon, was jetzt gerade von einer sehr effektiven Attacke gehittet werden könnte. Und dass man da Schutzschild dann predikten kann, ist ja sehr naheliegend. Es ist immer noch eine 50-50, klar. Aber es ist nicht so mega überraschend, dass Blattgeißel auf Gastrodon halt genau dann kommt, wenn du nicht mehr protecten kannst. Oder Blattgeißel nicht auf Gastrodon kommt, wenn du protecten wirst. Oder dass eine Psychokinese halt auf Entei geht, statt auf das Terrarium, was halt einfach geone-shottet wird dadurch, wenn The Root Entei nicht rausnehmen kann. Ne? Also das ist, da muss Pock mehr rein in Benes Kopf, mehr aus Benes Sicht spielen. Das war auseinander. Wie? Okay, ich habe kein Counterplay. Er readet mich wie ein Buch. Ich kann nichts tun. Pock hat genug Counterplay. Kann nichts tun. Und also die Sache ist, klar, ich hätte jetzt auch einfach angreifen können, aber die Sache ist, er kann ja hier auch einfach, keine Ahnung, mit Psychic auf Terrakion gehen, oder nicht? Ja. Also, ich finde halt einfach nicht, dass ich das wirklich falsch gespielt habe, sondern dass Bene es einfach absolut richtig gespielt hat. Pock ist einfach der Erste, der auf Tilt geht, weil er geplayed wurde. Ich verstehe schon, warum Pock da so sauer ist, weil es fucking frustrierend ist, natürlich. Und aus seiner Sicht macht es ja auch alles Sinn, was er da tut, aber er denkt halt so in Ebene 1 und nicht in Ebene 2, dass Bene predikten kann. So. Und das ist schwierig. So. Das kann natürlich dann auch in Ebene 3 und 4 gehen, ne? Dass Bene predicted, dass Pock predicted. Aber bisher macht Pock die obvious plays, also spielt Bene halt in Ebene 2 und Pock in Ebene 1. Und dadurch wird Pock hier gerade hart geplayed. Diese Situation. Also Pock hätte halt auf Ebene 3 gehen müssen, dass er predicted, dass Bene predicted. Und dann läuft es anders. Möglichkeiten, entweder angreifen oder protecten, weil ich sterbe ziemlich sicher mit Terrakium, einfach an einer Psychic. Und ich kann hier entweder angreifen oder einfach protecten. Und es sind beides Optionen, die ich gehen kann, je nachdem, ich fair, gegen Bene wie, ein wie gegen einen Computer zu spielen. Und bisschen, weiß ich nicht, Bene liest mich einfach komplett und nimmt mich einfach mies hops. Ich bin mega enttäuscht von mir und ich weiß, viele von euch werden auch mega enttäuscht von mir sein, aber let's be real. Let's wirklich be real mal. Also ich kann mir dann eben im Nachhinein immer anhören, ja, da und da hast du schlecht gespielt und das war kacke und das war mies und ich, der alles im Nachhinein sieht, weiß es sowieso besser. Ja, aber true. Diese Sachen, wo ich protecten kann oder nicht protecten und entweder sterben kann oder nicht sterben, das sind alles Sachen, die absolute 50-50 sind und wenn Bene sie sieht, dann kann ich da einfach nichts dagegen tun. Dann hat... Doch, in der Theorie sind es halt natürlich 50-50s. In der Theorie. In der Praxis ist es deutlich komplizierter. Und man muss halt versuchen, sich in sein Gegenüber hineinzuversetzen. So, das ist das Ding. Und da Pock am Anfang immer die obvious plays gemacht hat, in dieser Ebene 1, sage ich mal, obvious, ja, einfach das machen, was Gutes, sage ich mal.
konnte Bene halt einfach in Ebene 2 gehen und einfach predikten. Und Pock hätte mal einen Schritt weiter gehen müssen und sehen müssen, okay, Bene prediktet mich gerade. Oder direkt erwarten, Bene ist ein guter Spieler. Natürlich fängt er an, sich zu predikten, wenn er ein bisschen hinten liegt. Und dann eben damit zu countern. So. Das ist schwierig. Das ist, und da kann man sich dann auch nicht unbedingt rausreden mit, keine Ahnung, ich hatte kein Counterplay oder sowas. Das funktioniert leider nicht so. Da muss man auch mal Real Talk sagen. Manchmal muss man mit dem Protect seine Eier auf den Tisch klatschen. Richtig. Kusha macht ähnliche Fehler. Protected auch oft und verliert sehr viel dadurch. Auch bei mir ist das durchaus mal so. Natürlich kann nicht jedes Protect sitzen. Und im Grunde sind es halt alles mehr oder weniger 50-50s oder Predictions oder sowas. Aber 50-50 ist falsch, der Ausdruck. Weil du kannst davon ausgehen, dass Bene eher predicted als auf Nummer sicher bleibt, weil er, wenn er in dein Schutzschild reinkloppt, halt super viel verlieren kann. Das heißt, es ist wahrscheinlicher als 50%, dass er predicted. Und dann predictest du einfach den Predict. Und dann kannst du ein bisschen was gewinnen. Das wird jetzt am nächsten Spieltag, da muss ich ja gegen Bene, halt schon wieder anders laufen, weil Bene, allein wenn er das hier hört, schon davon ausgehen wird, dass ich predicte, dass er predicted und deswegen könnte er dann wieder predicten, dass ich predicte, dass er predicted. Und deswegen müsste ich theoretisch dann irgendwie auf Ebene 5 gehen und davon ausgehen, dass er predicted, dass ich predicted, dass er predicted. Also dann wird es immer so verschachtelt, dass irgendwann mal irgendwer bei irgendeiner Möglichkeit hängen bleibt. Und das wird deutlich komplizierter. Aber das hier war ein recht simples Match, Ebene 1 gegen Ebene 2, so gefühlt. Gibt es einen besseren Ausdruck für Ebene 1 und Ebene 2? Ich weiß es nicht. Ja, trotzdem, sehr coole Strat von Pock. Die hat an sich gut funktioniert. Wenn er da noch richtig durchgezogen hinterher, ich sag, dann wäre hier ein Win auf jeden Fall möglich gewesen. So wird es ein eindeutiges 5-0, was natürlich sehr, sehr weh tut, weil El Cesar 4-0 gewonnen hat, Bene 5-0 und damit ja, stehen die natürlich sehr, sehr gut da. Die dürften jetzt die meisten Punkte haben und die mit Abstand beste Differenz. Und das ist natürlich eine ganz, ganz kritische Geschichte. Und das ist so ein bisschen das, wovor ich Sorge habe. Ja.